einiger Zeit haben wir uns schon mal Bilder angeschaut, wo sich jeder von euch garantiert dachte, oh mein Gott, das passiert wirklich nur einmal im Leben, yo. Wir schauen uns heute wieder Leute an, die wirklich etwas entdeckt haben, was wie gesagt nur ein einziges Mal im Leben passiert. Das hier ist noch ganz kurz der Kommentar des Tages. Wenn ihr Kommentar des Tages machen wollt, einfach die Glocke aktivieren, als einer ersten kommentieren, dann seid ihr in meinem Video. Herzlich willkommen. Und wenn ihr noch komplett auf diesem Kanal sein solltet, hi, dann könnt ihr jetzt noch gerne ein kostenloses Abo da lassen, denn es kommt fast jeden Tag neue Videos und es kostet nichts. Deswegen Leute, lehnt euch zurück, gönnt euch, let's go, die unglaublichsten Dinge der Welt. Yo, okay, oh mein Gott, warte, okay, wir fangen also mit dem allerersten Bild an und ihr seht jetzt einfach nur einen Arm und auf diesem Arm ist ein bestimmtes Muster. Jetzt denkt sich wahrscheinlich jeder so, yo, okay, Marki, wieso ist ein Muster auf dem Arm? Das Ganze sieht so aus, diese Person hat quasi eine Krankheit oder ein Hautüberempfindlichkeitssyndrom, heißt das glaube ich sogar, und sie bekommt sehr, sehr leicht Ausschlag. Das heißt also wirklich, sie, keine Ahnung, wenn sie sich kratzt oder so, irgendwie bekommt sie einen Ausschlag und in diesem Fall hat sie einfach einen Ausschlag bekommen, der komplett eingekringelt wie so ein Vorhangmuster oder so aussieht. Ich meine, yo, du hast ein Vorhangmuster auf deiner Hand. Ausschlag ist zwar nicht das coolste auf der Welt, aber wenn ihr einfach nur durchlaufen könnt durch die Gegend so, ihr zeigt euren Arm und ihr zeigt so, yo, ey, hab hier ein cooles Muster, you know how it is. Das sieht unnormal cool aus. Also ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht. Entweder kein Ausschlag haben und dafür kein cooles Muster oder Ausschlag haben und ein cooles Muster. Ah, ich bleib doch lieber bei keinem Ausschlag. Aber das passiert garantiert nur einmal im Leben. Ihr könnt mir keine zweite Person nennen, die genau dieses Muster schon mal auf dem Arm hatte und genau so ein atemberaubendes Ding hier so. Ich meine, Leute, es ist ein Vorhangsmuster auf ihrem Arm. Ich meine, kommt schon. Komm schon, gib mir doch den Punkt. Als nächstes kommen wir zu zwei Lastwagen. Und es ist ganz, ganz schwer, jetzt drauf zu kommen, Leute, was hier das Unglaubliche ist, was nur einmal im Leben passiert, okay? Ich gebe euch 5 Sekunden Zeit, schaut euch das Bild an. Richtig. Links ist ein Auto neben den zwei Lastern. Leute, man kann es natürlich ganz, ganz schwer erkennen. Auf diesem Laster steht links Taylor, auf dem rechten Laster steht Swift. Das Ganze sind zwei verschiedene Unternehmen, glaube ich. Wenn man diese zwei Unternehmen aber zusammenfügt, dann hat man ein einziges Produkt und das heißt Taylor Swift. Wow, that's so amazing, everybody. That's so amazing. Aber meine Damen und Herren, was ist, wenn Taylor Swift mittlerweile nicht mehr ein Mensch ist? Sondern ein LKW. Taylor Swift, bist du's? Mein Gott, es ist Taylor Swift! Aber Spaß beiseite, wie gesagt, das Unglaubliche ist einfach, dass hier diese Wahrscheinlichkeit, dass das eine Unternehmen Taylor heißt, das andere Unternehmen Swift heißt und diese zwei genau nebeneinander fahren, die Wahrscheinlichkeit ist mal wieder null, Leute. Herzlich willkommen bei die unglaublichsten Dinge, die nur einmal im Leben passieren. Naja, wer kennt es nicht, ihr zieht euch euer Outfit of the Day an, ne? Ihr macht euch richtig schick und so, zieht so ein schönes Streifenshirt an und denkt euch so, yo, okay, ich gehe heute ein bisschen in die City. Ihr geht so, ihr seht auf einmal so eine Person, die kommt euch ein bisschen bekannt vor, zwei Personen, drei Personen, vier Personen, denn ja, ihr begegnet einfach drei komplett fremden Leuten, die das gleiche Outfit wie ihr anhaben. Wie hoch ist diese Wahrscheinlichkeit? Der Typ rockt sein neues Gucci-Stripes-Shirt, keine Ahnung, irgendein Streifen-Shirt und denkt sich, ey, ich bin der fresheste Motherfucker auf der ganzen Welt. Er rockt also sein Outfit, ne, alles ganz easy, geht durch die Stadt und auf einmal seht er eben drei andere Leute, die neben ihm sitzen, Leute, die direkt neben ihm auf einem Fleck sitzen und alle genau das gleiche T-Shirt anhaben. Nun kommen wir hier zu einer Ziege. Ich glaube, das ist eine Ziege, ein Schaf, ich bin mir nicht sicher, also sagen wir einfach mal, das ist ein Schaf. Ihr seht schon, Allgemeinbildung ist auf jeden Fall vorhanden und dieses Schaf hat etwas sehr Außergewöhnliches. Denn es ist nicht nur braun, nein, auf dem Schaf seiner Wolle wächst Gras. Da wächst Gras. Ich meine wirklich Gras. Also Gras, was man im Boden findet, was hier grün ist, weich ist und sonstiges, das wächst einfach auf dem Rücken von dem Schaf. Und habt ihr das schon mal gesehen? Das ist, wie ist das überhaupt möglich? Können sich diese Graskörner tatsächlich irgendwie in der Wolle so von dem Schaf festsetzen, dass es dann da wächst und irgendwann ist das Schaf grün und voller Wiese? Wie um alles in der Welt ist es möglich, dass Gras auf einem Schaf wächst? Ich meine, auf einem Schaf. Auf einem Schaf. Okay, Jimmy, es reicht. Jimmy, was um alles in der Welt hast du jetzt schon wieder angeschaut? Jimmy, ich habe dir eine einzige Regel gesagt, okay? Du darfst auf den Spielplatz gehen, du darfst spielen, du darfst schaukeln, du darfst dich von Seil zu Seil schwingen, alles ist kein Problem, aber bitte, bitte, bitte steck nicht wieder in diesem komischen, runden Geländer fest. Alles klar, Mama. Mach ich, Mama. 12 Sekunden später. Jimmy!
Jimmy, wieso bist du so dumm? Also Leute, der kleine Jimmy dachte sich, okay, es wäre bestimmt lustig, wenn ich anstatt zu rutschen, anstatt mich irgendwie von, wie gesagt, Seil zu Seil schwingen, die ganz normalen Sachen, die jeder auf einem Spielplatz macht, anstatt das alles zu machen, einfach mal in diese komische, geringelte Röhre geht. Ich weiß echt nicht, für was das gut sein soll. Was kann man da machen? Sieht irgendwie für mich ein bisschen aus wie so ein Bällebehälter, wo man die Bälle oben reintun kann, damit die Bälle da drin bleiben. Letztendlich dachte sich dieser junge Mann also, hey komm, ich bin Jimmy, ich kann das, ich kletter einfach mal da rein und steck jetzt fest. Jimmy, ich habe absolut keine Ahnung, ob du da jemals wieder rauskommen wirst. Ich meine, schaut euch mal einfach mal die Eltern an. Sein Dad meint schon wieder so, okay, Bro, yep. Schon wieder. Oh Mann, nein, nicht schon wieder. Oder doch, schon wieder. Jimmy hat's schon wieder. Oh mein Gott, wie sollen wir ihn da rausholen? Ich weiß es nicht. Aber hey, das ist immerhin ein bisschen Action. Also wie gesagt, ich weiß echt nicht, wie es möglich ist, dass dieser Typ da reinkommt. Weil schaut euch das mal an. Man kann sich nicht da seitlich so reinquetschen und nach oben gehen. Man kann von unten aus, glaube ich, auch nicht nach oben gehen, weil unten ist nur ganz, ganz wenig Platz. Das heißt, der Typ muss von ganz oben, der muss komplett hochgeklettert sein, sich da reingesetzt haben und bis zum Boden gerutscht sein. Das heißt, es ist wirklich unmöglich, dass der da irgendwie wieder rauskommt. Ich meine es wirklich ernst, der wird ja nie wieder rauskommen. Na, am nächsten Bild haben wir, wer kennt es nicht, eine junge Dame. Sie macht ein Bild von sich. Sie steht vorne, sie lächelt ein bisschen, hat ein schönes Outfit an und im Hintergrund ist ihr Auto, was zwischen einer Yacht und dem normalen Boden hängt. Madame, wieso hängt ihr Auto zwischen einer Yacht und der Straße? Ich muss ehrlich sagen, das verstehe ich nicht ganz. Was hatte sie vor? Wollte sie irgendwie Alarm für Cobra 11 Style richtig aggressiv in die Yacht reinrasen und riesige Explosionen machen? Dachte sie sich, hey komm, meine 5 Millionen Euro Yacht, die hat gar keine Brücke so rüber zur Straße. Mache ich mir einfach meine eigene und park mal schnell das Auto rein, jetzt kann ich drüber laufen. Vor allem die Fahrertür ist offen, das heißt der Typ muss da drin gesessen sein, rausgejumpt sein und ins Wasser gejumpt sein. Das heißt die Frau kann gar nicht die Fahrerin gewesen sein, außer sie ist wieder rausgeklettert aus dem Wasser und macht jetzt erstmal einen Instagram-Pic. Also ich meine, das passiert wirklich halt nur ein einziges Mal im Leben, aber ich bin langsam einfach nur verwirrt, weil was passiert hier? Was passiert? Es sind viel zu viele Sachen. Die Frau steht hier, die Tür ist offen, wir haben eine Yacht, wir haben ein Auto, was eine Brücke ist. Was ist hier passiert? Was? Okay, das packt mein Gehirn nicht so ganz. Okay, gebt mir eine Sekunde, ja? Wir haben hier einen Zauberwürfel. Dieser Zauberwürfel ist in einem Glas. Alles schön und gut, ja? Aber dieses Glas ist oben nicht auch eckig. Das heißt, den Würfel kann man nicht einfach reinlegen, sondern rund. Und der Würfel passt eigentlich niemals durch diese Öffnung rein. Also, wie ist der Würfel da reingekommen? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Leute können es mir erklären. Schreibt es mir in die Kommentare. Dieser Zauberwürfel ist da drin. Das passiert nur einmal im Leben. Und ich, werde es auf jeden Fall, glaube ich, nie lösen. Na gut, jetzt haben wir noch ein Pferd. Und dieses Pferd dachte sich mal, hey komm, okay, was mache ich denn da? Ich habe hier meine Weide oder so, ich chill hier ein bisschen rum, ich springe ein bisschen rum. Wieso quetsche ich mich nicht durch diese Abgrenzung? Das ist die beste Idee der Welt. Nein, Pferd, das war überhaupt keine gute Idee. Siehst du es? Jetzt stehst du da einfach und kannst nichts machen. Ich meine, wie um alles in der Welt bist du da überhaupt reingekommen? Das Pferd muss ja erstmal mit seinem Kopf durchgehen und dann irgendwie einzeln noch mit den Beinen bzw. den Hufen da durchsteigen. Also, Digga, das Pferd ist ein Zauberer. Als nächstes haben wir, oh mein Gott, okay, was um alles in der Welt ist das? Das ist anscheinend irgendwo in einem Land eine Klippe und an dieser Klippe läuft die ganze Zeit Wasser runter und deswegen haben sich diese kranken Muster gebildet und das sieht so heftig aus. Yo, ich will da hin, wartet. Ich buche schnell den Flug und ich nehme mein Kissen mit und ja. Ich meine, komm schon, wie um alles in der Welt kann etwas so cool aussehen? Das ist einfach, stell dir mal vor, ihr könnt da hinfahren, ihr legt euch da hin und dann sind da lauter so Rinnen und am Schluss könnt ihr durch diese Rinnen so eine Rutsche bilden und ihr macht einfach Wasserrutschen ins Wasser. Ja! Okay, Wasserrutschen werden absolut nicht gehen, weil das Stein ist und kantig ist und das wird auf jeden Fall sehr, sehr wehtun. Aber ich meine, so eine Location, das sieht man echt nur einmal. Ich weiß echt nicht, wie so ein krankes Muster entstehen kann, Bruder. Da will ich auf jeden Fall mal hin. Ich glaube, dank meinen Videos will ich schon an 500 verschiedene Orte. Eieiei. Nun kommen wir zu einer Frau, die irgendeine bestimmte Fähigkeit hat oder so. Und zwar hat die links so ein, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland jemals gab oder so. Ich hatte das als Kind auch. Das ist wie so ein Malbrett. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist quasi so ein kleiner Kasten und dann könnt ihr mit so einem Stift da drauf malen, aber könnt das auch direkt wieder weglöschen. So, das ist quasi so ein unendliches Malbrett. Keine Ahnung, wie man das sagen soll. Und diese Frau hat auch wieder diese übertrieben sensible Haut, hält einfach nur mal ganz kurz an dieses Malbrett ihre Hand hin, hat einfach direkt den Abdruck von dem Kuchen und dieser Kuchen bleibt auch erstmal ein bisschen. Das heißt, wenn sie Bock hat, keine Ahnung, ein paar Tattoos auszuprobieren oder so, wenn sie sich denkt, yo, wie sieht denn das Ganze aus, dann malt sie das einfach auf dieses Malbrett, hält danach ganz kurz ihren Arm hin und schon hat sie das Ganze auf ihrem Arm tattoo-mäßig drauf
gemacht und kann's angucken. Aber ich muss sagen, das ist schon echt cool. Das gibt's, glaube ich, wirklich auch wieder nur einmal. Das hier ist das gleiche, wie wenn ich, Leute, einfach nur hier ein Blatt Papier hätte. Ich würde hier ein bisschen was draufmalen. Meine Haut ist so ultrasensibel, dass ich da dagegen meine Hand halte. Und auf einmal ist das, was ich gemalt habe, auf meiner Hand. Aber gut, Leute, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, checkt jetzt noch das letzte ab. Denn da haben wir die peinlichsten TikToks angeschaut, beziehungsweise ich. Ich habe ja keine Freunde oder so, mit denen ich Videos aufnehme. Der tat weh. Check das Video ab, ist mir lustig geworden. Lasst einen Daumen nach oben da.